Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Haus Flippers. Wir sind dabei, ein überschwemmtes Haus gerade zu renovieren. Oder anders ausgedrückt, nicht mal zu renovieren. Wir bessern die Schäden jetzt aus. Von der Überschwemmung. Und hoffen, dass wir das Haus dann auch teuer verkaufen können. Das ist zumindest mein angestrebtes Ziel. Wir wollen nicht viel machen in dem Haus selber. Also Heizkörper werde ich noch anbringen. Wenn die Steckdose im Eimer sind, würde ich die auch noch machen wollen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Gips in so einem Gipseimer drin ist. Aber es hat schon für den kompletten Außenbereich geholfen. So. Hier zum Beispiel die Steckdose. Die ist im Eimer. Also weg damit. Na, neue ran. So. Hep und hep. So, dann kaufen wir natürlich noch eine Heizung. Ups, das ist, Heizung ist natürlich wichtig. Aber wir haben hier einen kleinen Raum. Da reicht uns eine kleine Heizung aus. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir haben die letzten beiden Häuser, also das letzte Haus haben wir ganz billig, ganz für 14.000 plus verkauft, obwohl wir nur aufgeräumt haben. Also wir haben wirklich nicht viel gemacht. Und das Haus davor war, glaube ich, das Sommerhaus. Das haben wir für 5.000 plus verkauft, obwohl wir da eigentlich nur aufgeräumt haben. Mehr haben wir dort ja eigentlich nicht mal gemacht. Und hier ist es halt so, das ist ein überschwemmtes Haus. Mal schauen, ob wir das teuer verkaufen, weil wir hatten das Grundstück fast nur Garten und haben da gut rein investiert, haben versucht, den Garten aufzubauen, den ordentlich zu machen, so dass man wirklich sagen kann, jo, passt, wackelt und hat Luft, sieht gut aus. Warum geht das denn nicht ran? Hä? Warum solltest du da nicht rangehen? Wegen der Steckdose? Würde mich jetzt aber wundern. Also ja, die Möbel sind natürlich jetzt auch hinüber, könnte man sagen. Aber ist ja nicht mein Problem. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ist nicht mein Problem. So, damit wär ich hier, glaube ich, fertig. Und dann gehen wir mal in den Raum hier. Hier los? Hä? Hier fehlerhaft. Achso, die Steckdose. Da habe ich gerade schon gewundert. Was ist denn hier fehlerhaft? So. So, ist die Steckdose auch dran. Kelle und dann vergibt es noch mal kurz. Man könnte natürlich auch noch neue Türen einsetzen. Auch das wäre mit Sicherheit möglich. Machen wir das? Ich weiß noch nicht.
Also wir geben, ich weiß halt nicht, ob wir jetzt pro Einheit hier Gips aus, also Geld ausgeben. Wir verbrauchen... Was? Gips, wir brauchen dringend Gips. Ja, schön, ich benutze gerade Gips. So, damit wärst du meiner Meinung nach fertig. Das ist das Bad. Fangen wir erstmal an mit Putzen. Hier so ein bisschen Sauberkeit wieder reinbekommen. Ja. So. Heizkörper fehlt auch, aber in erster Linie fehlt uns Gips. Hallo? Wir könnten halt noch malern, ja. Aber eigentlich habe ich keine Lust zu malern. Hallo? So, damit wären wir bis auf die Heizung hier eigentlich auch schon fertig. Ja, wir könnten hier eine neue Waschmaschine reinpacken und so weiter, aber bringt uns das was? Weiß nicht. Fenster sauber. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Da waren wir noch nicht drin. Wo waren wir denn jetzt hier? Wo waren wir denn schon alles drin? Hier waren wir drin. Okay, du bist fertig. Dann gehen wir hier weiter. Gibt es also auch Möbel schon mal? Das ist doch schon mal auch gut. Ja, die können wir auch hier hinpacken. Hä? Hier würde wohl eine Tasse raufpassen. Wollt ihr mich verkohlen? Hier passt nicht mal eine Tasse aufs Regal? Wozu hat man denn diese Regale dann? Ist das ein Witz? Warte mal. Kurz mal hier sauber machen. Nur damit ich weiß, was hier Müll ist und was nicht. Aber die Stühle sehen doch eigentlich noch okay aus. Das ist ein Bett. Ah, da ist auch ein Tisch. Sehr gut. So. Ja, jetzt könnte man sagen, du brauchst ja auch nicht machen. Wozu machst du das? Aber tatsächlich will ich es einfach nur oben haben und nicht auf dem Boden. Sieht halt schön aus. Und ob das nun da drin ist, also wie gesagt, ich würde die Tassen und das alles einfach dann hier lassen. Können wir nämlich die Stühle hier richtig schön runterpacken. Ja, wir testen jetzt, ob wir mit dem Haus hier auch ordentlich Kohle machen können. Wenn wir es vergipsen und fertig, also so weit wie möglich fertig machen. Was mich wundert, warum sind die Heizungen weg? Gab es den Heizungsdieb oder wie? Mehr Tassen sehe ich nämlich nicht. So. Machen wir schnell mal die... So.
Double Steckdose. Hallo? So. Das ist auch eine Double Steckdose. Sehr gut. Weiß nicht, wie viel. Wir müssen mal gucken, weil auch die Steckdosen, das muss doch alles Geld kosten eigentlich, ne? Also wir haben auf jeden Fall Geld investiert. Das können wir jetzt nicht leugnen. Aber die Leute können ja wohl selber renovieren. Also wir machen denen das Haus so weit fertig, dass sie nur noch streichen müssen, sich ihre Möbel kaufen und reinpacken müssen, hätte ich gesagt. Und gut ist. Ich würde mal wissen, wer das Haus kauft. Das würde mich auch interessieren dann. So, ich kann mal schon mal nach da drüben packen. So, du bist zu. Du bist zu fertig. Okay. Weg. Hey, 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 hey. Uff. Ah, in der Küche ist auch nicht viel los. Wir haben ja draußen noch Möbel stehen gehabt, ne? So, mal gucken, was da stand. Und das eine oder andere hier ja mit anbringen. Mit drüben das Fenster sauber gemacht, da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. So. Wie wir sehen, draußen ist noch. Da ist noch Dreck oder dergleichen. Okay. Hm. Das Geräusch finde ich so. Klingt das denn echt auch so blechern? Ich glaube nicht. Bin der Meinung, in echt klingt es nicht so blechern. Aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, was du hier für ein. Nennen wir es Werkzeug hast. So. Machen wir mal kurz ihn auf den. Und dann noch den Müll hier weg. Sehr schön. Ja, passt doch. Warum kommen wir jetzt hier nicht mehr weg? Sag mir nicht, wir haben uns jetzt hier in die Dings gebackt. Tatsächlich, wir haben uns in die Lampe gebackt. Oh Mann. Mal kurz die Tür zu. Wir spachteln jetzt hier fertig. Dass er da nicht die andere Seite gleich mitmacht, finde ich unverschämt. Ich hoffe, der Eimer kostet mich nur einmalig was und nicht jetzt hier für jede Spachtelarbeit. Das wäre so mies. Aber ich sehe auch drüben bisher nicht die Reaktion von den Leuten, dass das. Ah, doch, einer hat jetzt was Positives. Reparatur die Wände sieht. Was? Repariere die Wände? Sieht schrecklich aus. Bin ja dabei. So, die Wände sind repariert. An den Wänden musste die Löcher noch zugegipst werden. Mal doch jetzt, oder? Ach nee, da. So. Damit sind jetzt alle Löcher, glaube ich, zugegipst. Dann. Okay. Kurz die Fenster gereinigt. Ich glaube, das gibt dann auch nochmal ordentlich Pluspunkte.
Ja. Dann Steckdose erstmal machen. Ich glaube, das dauert auch mit am längsten. Hier diese Steckdosen die ganze Zeit machen. Weil wir hier so viele Einzelteile haben, die wir machen müssen. Und das hier geht ja wuki-zuki. So. Was ist hier hinter? Steckdose nehme ich mal an, ne? Ich nehme an, eine kaputte Steckdose. Und auch noch eine Doppelsteckdose. Ich hoffe nur, ich kann den dann da wieder hinpacken. Obwohl ich die fast in die Ecke packen wollen würde. Schauen wir mal. So, und zwar genau so rum. Und ja, ich weiß, dass die Spüle kaputt ist. Aber eigentlich interessiert mich das kaum. Ah, wahrscheinlich geht das nicht genau deswegen. Weil so, die Tür kaputt ist. Weil die Stühle sehen auch noch gut aus. So. Dann brauchen wir hier eigentlich nur noch den Heizkörper. So, Heizkörper ist dran. Jetzt sind wir doch eigentlich durch. Also ja, wir haben jetzt hier noch so eine Art Kommode. Können wir hier mit reinpacken? Hä? Ja. Was haben wir hier noch? Das könnte sogar ein Schrank für die Küche eigentlich sein. Hätte ich jetzt gesagt. Der würde sogar hier hinten reinpassen, ne? Oh, guck mal. Dann haben wir hier noch einen Tisch, der auch in die Küche gehört. Bin ich mir ziemlich sicher. Packen wir einfach mal hier hin, so. War eng, aber passt. So, aus meiner Sicht fertig. Jo. Jetzt wird es interessant. Wie viel, ob wir das verkauft bekommen? Ich weiß es halt nicht. Ach nee, wir müssen ja erstmal hier noch. Wo ist denn hier Unkraut? Hä? Aha. Okay, wir gucken nochmal in dem restlichen Garten. Da war noch was. Hab noch was gesehen. Aber der Garten ist sonst so weit durch. Da war noch was Rotes. Hier. Die Heizung. Die Heizung fehlt hier noch. Wichtig. So. Okay, Heizkörper, Steckdosen, alles dran. Klein ist das Haus auch nicht. Wir haben ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, ein Bad und eine Küche. Jo, drei Zimmer ist schon in Ordnung.
Wir gucken mal, was wir bekommen. Können wir mal hier... Kriegen wir da irgendwelche... Ein wenig... Wir kriegen sogar Layout-Punkte. Aber es bringt uns nichts. Auswahl der Pflanzen. Aha. Wir haben es für 8 und du hast das Haus für 58.000 haben wir das gekauft. Und da bietet einer. Wir haben kaum was gemacht und machen jetzt schon plus. Also wir haben eine Menge gemacht, muss man dazu sagen. 3.000 plus. Und es geht hoch. Ein Gewinn von knapp 6.000 dafür, dass wir ein bisschen gegipst haben. Wir haben keine Renovierungskosten. Verkauf von Möbeln haben wir. Das Gips haben wir halt gemacht, ja. Okay. Angebot annehmen. Also so kann man natürlich auch Geld verdienen. Ja, es muss halt nicht immer komplett fertig renoviert und eingerichtet sein, so ein Haus, ne? Vielleicht einfach nur so weit fertig, dass die Leute dann einfach noch malern und so weiter können. Warum nicht? Finde ich. Bin ich gerade zufrieden. Sehr schön, gefällt mir. Wir haben Plus gemacht, wir können das nächste Haus kaufen. Und das nächste Haus verkaufen dann auch wieder. Schauen wir mal. Browse. Wir kaufen für 61 Haus eines Genießers. Was bedeutet das? Was bedeutet Haus eines Genießers? Messi? So sieht es ja fast aus. Wenn das Haus ist von ihnen. Oh, ja. Spinnweben. Ja. Ja, das Müll rumliegt, ist klar. Aber. Machen wir mal kurz aus und fertig. War, Leute? Sollte ja hoffentlich relativ schnell gehen. Weil der hat keinen großen Garten. Sprich, hier kann man gar nicht so viel im Garten machen. Aber wenn wir kein Unkraut haben, ist es schon mal die halbe Miete. Und wenn der Rasen auch noch niedrig ist, ist es auch gut für uns. Weil dann sehen wir den Müll besser. Ah. Damit wäre die erste Haushälfte fast komplett durch. Ah, hier noch schnell. Aber besser, als wenn wir jetzt hier rumrennen und das Unkraut zupfen, weil das müssten wir ja so, ja, das, was ich mal am Anfang gemacht habe. Das bringt ja nicht sonderlich, ja, viel, könnte man sagen. Also es bringt schon was, natürlich, definitiv. Aber per Hand dauert es halt noch länger, als wenn ich hier einfach Bild mache, was ich so oder so machen muss. Rasen mähen. Okay, ich würde sagen, Rasen mähen ja durch. So, jetzt nochmal Müll gucken. Gibt natürlich jetzt hier
wahrscheinlich noch das ein oder andere an Dreck, gerade von innen. Okay, Heizkörper fehlen. Ah, das sollte aber auch schnell gemacht sein hier alles. Wenn ich das jetzt richtig sehe von innen. Ja. Gehen wir mal hiermit schnell durch. Uff. Vielleicht doch nicht ganz so schnell, wie wir es uns gedacht haben. Eieiei. Also hier hat ein Genießer, ihr wollt mir damit also einfach nur sagen, der Junge mochte alles mit Schuss. Hätte ich jetzt gesagt. So. Ach du heiliger Bimbam. Aber das war auch das Einzige, was er gemocht hat, wa? Ich bin ja auch kein Mensch, der hier täglich sauber macht. Ich das als, ja, Qual sehe, könnte man sagen. Ich aufräume, ich hasse aufräumen wie die Pest. Aber, was gemacht werden muss, muss gemacht werden, ne? Warum, hä? Was ist denn das für ein Teil? Ich glaube, das Teil ist im Eimer. Dann kommst du weg, ganz einfach. So. Da sind noch mehr von denen. So, weg damit. Wo ist hier noch Dreck? Nein, Dreck. Nicht malern. Oben an der Decke, okay. So. Ja. Das Bad sein, das war so fast klar. Ich muss ja überall die Scheiben putzen, ne? Fällt mir auch gerade so ein. So, na dann, Heizung. Und hier mal kurz überall eine Heizung. Oder hier jetzt zumindest und machen das Fenster fertig. Sehr gut. Ja. Okay, du bist sogar fertig? Nee. Bin wieder gefangen! Aber diesmal in dem Sessel. So. Da auch da eine Heizung. Schuppidu. So. Hier fehlt auch eine Heizung, aber hier ist noch irgendwie Müll oder so. Oder täusche ich mich? Hä? Irgendwas ist hier doch noch. Oh. Das Ding war Müll? Aha. Und das Ding war auch Müll? Okay. Sieht zwar nicht ganz so, aber hey. Wer bin ich schon? Warum passt du da nicht daneben? Wegen der Tür. Hm. Wird mit der ja nicht anders sein, ne? Hm.
Ja gut, es ist halt alles ein wenig kaputt. So, kurz Fenster putzen. Dann bringen wir hier noch die Heizung an. So. Ist auch der Raum fertig. Glaube ich. Jo. Dann sehe ich, geht da, also es geht ja relativ fix hier, ne? Einfach den Müll weg. Hier ist noch irgendwas müllmäßig hier. Dann nimmt man einfach kurz den Schwamm in die Hand. Ja, Schwamm ist es ja nun auch nicht. So. Dann montiert man hier ganz schnell eine Heizung. Nachdem man das Schlafsofa ein wenig zur Seite gerutscht hat. Weil das schnell geht. So. Reinigt die Fenster. Und dann ist man mit dem nächsten Raum auch schon ready. So. Der letzte Raum. Dadurch, dass das immer so viel Müll ist, ist das eigentlich auch. Und das war's eigentlich schon, ne? Der Rest ist jetzt noch die Heizung und ein bisschen hier Putzi-Putzi. Also. Mal ernsthaft, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wie viel haben wir für das Haus ausgegeben? 61.000? Bin mir nicht mehr sicher. Das könnte so hinkommen, ne? Ja, bleibt doch hier stehen. Weil wir sind fertig. Wir können das Haus jetzt verkaufen. Und schauen, was wir an Geld machen. Machen wir einfach mal. Mal gucken. Weil das ist wirklich ein Billighaus gewesen. Kostet mich 14 Dollar. Mal gucken. Layout. Immerhin kriegen wir. Aber wir kriegen 0% drauf. Was soll das? Zur Auktion gehen. Wir haben, ich habe jetzt nicht gesehen, was wir bezahlt haben, aber wir kriegen jetzt schon 72.000, selbst wenn wir 71 gezahlt hätten. Was ich glaube sogar, oder? Ich weiß nicht mehr, was wir bezahlt. Hauspreis 61.000. Wir machen schon wieder 16k knapp plus. Einfach nur, weil wir ein bisschen aufgeräumt haben. Das sieht genauso aus wie vorher. Nur ein bisschen sauberer. Der Stuhl liegt ja auch immer noch da. Geil! Oh Mann. Also so kann man natürlich auch nach und nach Geld machen. Und 15.000 für die investierte Zeit, ich finde, das ist ein guter Deal. Das ist das Jahresgehalt von manch einem. Das muss man sich mal vorstellen, das verdienen manche Menschen in einem Jahr 15.000, also netto. Ich weiß jetzt nicht, hier geht ja kein Brutto oder so, also hier geht ja keine Steuern oder so ab, aber das ist schon Wahnsinn, oder? Dann machen wir an der Stelle auch Feierabend und machen beim nächsten Mal weiter. Daher danke fürs Zusehen und tschüdelü!